Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Schwestern und Brüder, um etwas bitten und es nicht bekommen, das frustriert. Etwas suchen und nicht finden, das enttäuscht. Anklopfen und kein Hereinhören, das ist bitter. Solche Erfahrungen macht jeder von uns. Jesus, ein Mensch wie wir, hat sie auch gemacht. Und trotzdem rät er, sucht. Und ihr werdet finden, klopft an, es wird euch aufgetan, bittet und ihr werdet empfangen. Und dann fügt er noch hinzu, wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Jesus ist gekommen, damit wir das Leben haben und es in Fülle haben. Um menschlich zu sein und um ein göttliches Leben zu haben, dazu ist Bitten wichtig und ebenso auch das Danken. Wir dürfen unsere Mitmenschen bitten in all dem, was uns nötig ist. Und wir dürfen Gott unsere Anliegen vortragen, die eigenen, die unserer Mitmenschen und auch die der ganzen Welt. Unser Bitten, unser Suchen, unser Anklopfen ist nicht immer erfolgreich, weder bei den Menschen noch bei Gott. Aber deshalb dürfen wir nicht aufgeben, nicht aus Frust und nicht aus Stolz. Jesus ermuntert uns und rät uns, wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer himmlischer Vater denen Gutes geben, die ihn darum bitten. Und dann setzt er noch eins drauf. Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut ihnen. Wir sollen denen, die etwas von uns erbitten, geben. Wir sollen denen, die etwas suchen, beim Finden helfen. Wir sollen denen, die anklopfen, auftun und sie hereinbitten. Wir können Mut haben, zu bitten, zu suchen und anzuklopfen, sowohl bei den Mitmenschen als auch bei Gott. Und wir werden erfahren, dass wir häufiger bekommen, was wir erbitten, was wir suchen. Und wenn wir anklopfen, wird uns aufgetan, häufiger, als dass wir enttäuscht werden. Fastenzeit ist Zeit der Auferstehung. Auf Ostern hin, wir sollen aufstehen zu einem Miteinander, das menschlich ist und zu einem religiösen Leben, das göttlich ist. So wünsche ich Ihnen eine gesegnete, fruchtbare Fastenzeit.